Hallo und herzlich willkommen hier bei der Fatlab Arena und zu einem neuen Vlog. Ja, ich bin wieder mit Biene. Männlich. Max ist heute dabei. Wir machen uns heute einen schönen Männertag hier am Efteling. Und ja, heute ist der Tag, wo Python wieder aufmacht, nach dem Retracking. Und deswegen sind wir hier, ja nicht nur, aber auch. Unter anderem. Ja, unter anderem. Ich habe hier schon gesehen, hier wurde das Restaurant abgerissen und hier wird gebaut, ganz am Anfang. Ja, ich wollte mir mal diese tollen Schrauben angucken. Es gibt ja jetzt hier von Python irgendwie für 30 Euro oder 35 Euro eine Schraube zu kaufen. Ich war im Shop, ja. Keine da. Weiß nicht. Ja, mal gucken, vielleicht finden wir nachher noch eine, aber ist mir halt ein bisschen zu teuer für eine Schraube. Aber ich wollte es mir trotzdem mal angucken, um zu sagen, nee, das kaufe ich nicht. Ja, was machen wir jetzt? Sind wir erstmal drin, ne? Jetzt sind wir drin. Ja, freuen wir uns. Können wir ja wieder rausgehen. Ja, komm mal. Fahr jetzt eine Runde Python und dann fahren wir wieder. Ja, genau. Ja, heute ist nämlich noch ein sehr toller Tag, weil wir müssen heute auch wieder ein bisschen früher weg, weil heute Abend wir zu Mia Julia gehen. Es gibt eine Ballermann-Party bei uns in Aachen und da gehen wir heute hin. Deswegen ist ja Max auch da. Ja, wir gönnen uns heute mal richtig. Ja, richtig. Bis tief in die Nacht. Max, was sollen wir machen? Sollen wir erstmal hier Fata Morgana fahren oder sollen das wir? Können wir, da geht kaum einer hin. Genau, ja. Weniger kaufen. Von hier wieder alles in Bodica fahren. Ja, richtig. Deswegen gehen wir hier mal rum und fahren Fata Morgana. Vom Vater die Morgana. Ja. Und wir melden uns dann, wenn wir das mal gefahren sind und andere Sachen und so. Und das Wetter ist sehr schön. Noch? Und noch? Wir wurden übrigens zum Reserveparkplatz geleitet. Obwohl der große Parkplatz nur halb voll war. Aber. Was soll man machen? Man rechnet heute mit viel. Ja, man rechnet mit viel. Es ist übrigens Ostersamstag, so. Genau. Für denjenigen, der alles wissen muss. Ja, ich freue mich auf jeden Fall auf den fliegenden Holländer unter anderem. Ja. Der hat jetzt auch ja wieder auf. Ja. Winter war ja zu. Ja. Ne? Und ja. Meine Bahn. Deine Bahn? Meine Bahn. Du warst nur bisher einmal hier, ne? Ja, aber bei diesem einmal sind für gefühlt 10 Mal ich fliegende Holländer gefahren. Voll cool. Ich finde, die waren auch mega. Ja, und Piranha weiß ich nicht, ob wir fahren. War sehr nass letztes Mal. Ja. Wir gucken mal. Wie das Wetter so. Genau, wir berichten. Bis gleich! Gerade eine Runde mit dem fliegenden Holländer gefahren, war wie immer schön. Und jetzt stehen wir hier vor Python und irgendwie ist heute nur mit Boarding Pass, also ja, Fastpass-System. Ist momentan im Test hier im Efteling, hatten sie ja schon bei Symbolica getestet, glaube ich, war es. Ne? Ja. Und ja, jetzt ist hier, sind hier zwei Terminals, da muss man halt sagen, wie viele Karten und von wann bis wann. Und dann kann man hier fahren, weil sonst so normal kann man gar nicht rein. Hier sieht man auch diese Terminals, da muss man es dann dran halten. Ja, also dass man da jetzt gar nicht mehr normal fahren kann, finde ich ein bisschen komisch, aber wir machen das jetzt trotzdem. Ja, wir gucken jetzt mal. Wenn wir dran sind, dann zeigen wir euch das mal. So, wir sind jetzt dran. Die vor uns haben das irgendwie nicht gecheckt. Also hier kann man erstmal eingeben, wie viele Personen wir sind. Max, wie viele Personen sind wir denn? Sind wir bei zwei. Ja, gut. Dann kann man unten drunter auswählen, wann möchten wir denn fahren, Max? Das erste wählen? Wir nehmen das erste. Drücken da drauf und dann sagen wir Print Boarding Pass und dann, oh Wunder, wird geprintet und da drunter sollte dann, ja, wunderbar. Und das ist eigentlich für zwei Personen? Zwei Personen. Zwei Personen, ja. So einfach geht das. Also ich weiß nicht, was die anderen Leute haben. Stehen da vorne, drücken die ganze Zeit auf die Knöpfe, wir gehen, ne? So, ja, und wie ihr seht, darf man jetzt, ja, darf jetzt den Boarding Pass fahren, ne? Das heißt eigentlich, dass man dann sofort dran ist, aber wenn ihr euch dann mal diese Q-Line anguckt und wie voll diese Q-Line ist, trotz Boarding Pass, ja, dann, ne? Also bis da vorne stehen die.
Aber die haben auch die Kühlein geändert. Normal ging es ja da immer so zickzack, das ist jetzt auch nicht mehr. Jetzt geht man nur noch geradeaus. Wahnsinn. Ja, und wenn wir gleich dran sind, dann melden wir uns natürlich dann nochmal und sagen euch, wie uns diese Achterbahn gefallen hat. Jetzt mit dem neuen Retracking. Und mit dem Handy kann man das übrigens auch machen. Also wenn ihr die App habt, dann könnt ihr das auch mit der App irgendwie buchen. Aber ja, habe ich jetzt nicht. Brauche ich jetzt auch nicht. Deswegen machen wir es so. Geht auch so. Hat wunderbar geklappt. Ist aber ein bisschen anders wie in Disneyland. Weil in Disneyland muss man ja seine Karte, seinen Eintrittspass noch da dran halten. Muss man hier nicht. Ja, ist auch eigentlich. Du kannst eigentlich so oft fahren, wie du willst. Du musst immer nur ein Ticket haben. Ja, genau. Stimmt. Ja. Ja, da waren eben auch drei Leute vor uns. Die wollten, haben dann auf 6 gedrückt. Also du kannst halt zweimal direkt hintereinander fahren. So. Oh, was machen wir jetzt, Max? So, eine Runde mit Joris Endedraht fahren. Ja. Nur weil wir gewinnen. Ja, genau. Nur wir gewinnen halt immer. Feuer oder Wasser? Genau. Noch mehr Deutsch. Noch mehr Deutsch. Ja, dann fahren wir jetzt eine Runde mit Joris Endedraht. Juhu! Kein Efteling-Besuch ohne Impossible. Deswegen sind wir kein Festival und sind gerade schon eine Runde mit dem Hubbelrock gefahren. Hier ist nichts los. Walk on. Voll komisch. Ja, Hammer. Ja, Hammer schlechthin. So, ja, und das kennt ihr ja natürlich, ne? Brauchen wir jetzt gar nicht mehr so lang zu. Sonst habt ihr gleich auch wieder einen Ohrwurm. Bis gleich. So, wir sind raus aus Kalmar Festival. War schön. Der Hammer. War wieder geil. Das muss aber irgendwie immer sein. Also, den Ohrwurm muss man sich auf jeden Fall immer abholen. Und ja, davor sind wir nochmal, wir haben geguckt bei Python, wollten Single Rider fahren, aber das dauerte dann noch ein bisschen länger als gedacht. Und ab heute gibt es ja auch diese komischen Schrauben und wir haben mit irgendwelchen Leuten gesprochen, die uns kannten. Schöne Grüße nochmal, Namen wissen wir jetzt leider nicht. Aber die standen wir heute Morgen bis weiß ich wo, um diese blöden Schrauben da abzuholen. Und jetzt kriegt man die nur noch mit, wenn man die gleich reserviert hat. Die hatten alle irgendwie so einen Zettel in der Hand. Ich wollte echt mal gucken, aber ich war am falschen Shop heute Morgen. Aber 30 Euro für eine Schraube, also wer es nicht weiß, von der alten Python werden Schrauben verkauft und die sind dann halt so als so ein Merchandise-Kram. Ich kann mich da irgendwo hinstellen und davor vorhin lang die 30 auf 35 Euro. Ist ein bisschen viel. Sollen wir noch eine Runde Mission Cannibal drehen? Die sind ja auch gestern eingestimmt. Ja, genau. ja, wir fahren jetzt noch ein Ründchen Mission Cannibal. Da ist auch der Junge, guck mal. Seht ihr den Joki? Toll. So, ja, und jetzt Mission Cannibal. Nächster Ohrwurm. Hier ist Ohrwurm City. Auch hübsch, der Mann mit dem Paw Patrol Rucksack. Toll. Naja, bis gleich. Wir sind bei Ecke Dark. Schöne Grüße an Moritz und Jonas. Efteling sind wir, genau. Ins Swirl-Paradies. Ins Swirl-Paradies. Weil wenn wir im Efteling sind, dann muss immer ein Swirl sein. Kennt ihr ja vielleicht aus deutschen Parks, aber hier gibt es das Ganze mit Erdbeereis. Oder beiden. Oder beiden. Oder nur eins von beiden. Ja. Ja, ich habe jetzt mit Erdbeer drin und Erdbeer drauf und ja, alles und lecker. Und Max hat auch noch sich ein bisschen Schlagsahne gegönnt. Ja. Schlagsahne. Schocklinie 8. Ja, genau. Ja, und wir genießen jetzt hier, ne, in Sonnenschein mal unseren ersten Swirl der Saison und ja, fahren dann eine Runde Drumflug, die sich da hinten befindet. Da. Also, ja. Geradeaus. Geradeaus. So. So, da sind wir wieder. Hallo. Ja, wir sind jetzt gerade hier Drumflug gefahren, standen 20 Minuten an und die standen bis draußen. Und dann sind wir reingegangen und ja, hier außen ist sowieso der Außenbereich ist nicht voll, also da konnte man sowieso durchgehen und auch im Inneren, ich kann hier mal rüber schwenken, ist gar nichts. Haben wir 10 Minuten angestanden, Max, mehr nicht, ne?
wenn überhaupt. Ja, also man geht, kommt ja, Moment, wo ist meine Hand? Da. Da durch und geht hier rum und dann ist man direkt da am Eingang. Also hier ist nix und innen drin ist auch nix. So. Ja, hat sich gelohnt. Und ja, guck, wir stehen ja auch wieder bis vor. Warum die dann nicht den Wartebereich so ein bisschen aufmachen wenigstens, ne? Haben doch genug. Haben doch, ja, genau. Davor sind wir noch Villa Bad Volta gefahren, war auch gut. Jetzt kommen wir auch deckt. Und davor haben wir den Zwirl gegessen. Ein Zwirl, ja. Aber den habt ihr, glaube ich, haben wir. Haben wir den gesehen? Ja, haben sie gesehen. Doch, doch. Habt ihr gesehen? Habt ihr. Aber was mir noch aufgefallen ist, wir sind ja eben Jos in den Drag gefahren. Und also die Holzachterbahn. Und das ist irgendwie ganz komisch. Also man kann da jetzt nicht selber mehr durchgehen oben in der Station, sondern muss dann warten, bis die Ingrid einen sagt, wo man hingehen soll. Genau. Aber die Ingrid ist so, sagt das so komisch, dass irgendwie keiner weiß, wo er wirklich hingehen soll. Und Ingrid muss innerhalb von 2 Minuten 2 Züge voll machen. Genau. Beide Seiten, weil Ingrid ist ganz alleine. Aber Ingrid hat wirklich, wie gesagt, 2 Minuten Zeit, weil Ingrid nur einen Wagen auf jeder Seite auf der Bahn hat. Und genau. Deswegen muss man halt ein bisschen länger warten. Genau. Das ist der Ingrid aber egal. Genau. Und Ingrid weiß auch nicht, wo wer sitzen will oder soll, nee, oder ja, muss oder... Also der ganze Wagen war halt noch frei, außer vorne und hinten waren welche und wir sollten dann in Reihe 11. Da standen dann aber noch welche und wir haben uns so angeguckt und gesagt, hä? Das ist alles frei, was will die denn? Dann ist der Ingrid das selber aufgefallen und kam dann nochmal zu uns. Ne? Also Grüße Ingrid, ne? Vielleicht hat sie ja heute ihren ersten, man weiß es ja nicht. Ah. Ja, hier fährt übrigens gerade die kleine Dampflok, Tuff Tuff war vorbei. Und ja, wir gucken jetzt mal, was hätte denn wieder da? Wir gucken jetzt mal bei Symbolica vorbei. Wir haben noch eine Stunde, dann ist unser Zeitticket gut für Python. Gucken einfach mal, wie viel da los ist, weil hier ist wirklich nicht viel. So. Alles klar. Vielleicht schaffen wir das noch so zwischendurch. Wir sind aber, glaube ich, dafür falsch gegangen, Max. Keine Ahnung, ich kenne mich hier nicht aus. Ja. Alle Wege führen nach Symbolica. Ja, genau. Wie war das nochmal? Uitgang ist noch da. Uitgang. Wie war das nochmal mit Phantasia? Ich vergesse das immer wieder. Der Moritz kann das so gut. Illumina, genau das war's. Illumina, Phantasia, Symbolica. So, und da gehen wir jetzt hin. Tschüss. Ja. Magic, da sind wir schon. Haben wir uns mal jetzt nach Symbolica gezaubert. Guck mal, jetzt kann man mal gucken. Toll. Ja, meinst du, das riecht ja genauso gut wie das in Phantasia dann? Nein. Leckere Seife? Nein. Nein. Definitiv nein. Ja, 25 Minuten müssen wir jetzt hier anstehen. Ich glaube aber, das ist nicht so viel. Es wird weniger wieder sein. Also, kann man eigentlich mal so sagen. Das war damals auch so. Also, verlasst euch nicht auf die Wartezeiten, die an dran stehen, weil die stimmen natürlich meistens nie. Es ist meistens immer weniger. Es sei denn, man steht bei der Q-Line von Python an in der Single Q. Dann hatten wir es gerade eben mal probiert. Aber naja. Aber es ist hier kein Verlust. Nee. Eine Haare. Also diesmal wirklich, Jonas. So. Aber Jonas, wir haben heute schon ganz viele von deinen Artgenossen gesehen. Also die fühlen sich hier pudelwohl. Ja, die machen ja auch überall Nester. Ja, wir fahren jetzt mal und danach gibt es dann, glaube ich, erstmal Python. Und ja, dann lecker Ham, denke ich mal. Genau. Bis gleich. Ich sage immer bis gleich. Bis demnächst. Bis demnächst. Ja, eigentlich muss man gar nichts sagen, es geht immer weiter. Die wisst ihr ja dann. Okay, wir stehen uns jetzt bei Python an. Und ja, die haben da gerade offen, wir haben technische Probleme bei dem Einlass da. Aber wir konnten durch. Und ja, hier, wo wir jetzt hier gerade stehen, hier war früher immer so zickzack, zickzack. Ist weg. Das kann man nur noch, das muss man nur noch geradeaus gehen. Und man hat jetzt auch eine Single Rider Crew da. Wir gehen jetzt hier, ist alles noch frisch. Guck mal, wirklich noch richtig frisch. Glatt von dem Sand. Ja. Und ja, Symbolik. Mann, was ist denn los? Python sieht echt gut aus. Also, alles weiß. Alles so, das glänzt doch alles so fein. Und hier auch. Ja, jetzt warten wir halt, bis wir, beziehungsweise ich dran bin, weil der Max ist leider zu groß für die Bahn. Er kommt, Vico Mal ist nichts für Max. Nee, war es noch nie und wird auch nie sein. Ach je, yeah, Mensch. Aber wegen den Beinen, ne? Nicht weil der Max so schwer ist. Das wäre dann mein Grund. Aber es ist wegen der Länge der Beine. Genau. Ja, also, dann fahre ich gleich mal. Ja.
Du wirst berichten. Ich werde berichten. Ja. Also wir haben schon gehört, sie soll butterweich sein. Ich guck mal. Kann es mir noch nicht so ganz vorstellen. Weil so eine Bahn fährt man ja eigentlich nur schon mit so ein paar Jahren auf dem Buckel, ne? Stimmt, ja. Deswegen, ja, freuen wir uns mal. Bis gleich. Ja, der Max hat gerade noch was Tolles gefunden. Guck mal hier, liegen die Testdummies, wo die mit getestet haben. Als die Bahn jetzt ja neu hingestellt wurde. Und da liegt noch ein Stück vom Kettenlift. Früher. Voll toll. Ja, also die Bahn ist jetzt nichts Neues, es ist zwar ein neuer Account, ne, aber es hat die gleiche Länge und die gleichen Schienen wie vorher auch. Und darum fährt sie jetzt. Voll cool. Ist rum immer noch so langsam wie vorher. Toll. Es ist halt irgendwie, ja, es ist irgendwie nichts Neues, ne? Obwohl. Neue Schiene. Lack. Ja. Der Lack ist noch nicht ab. So. Ist wirklich, ne? Noch wirklich überall der Lack. Noch. Ja, die haben nicht nur hier den Weg zur Achterbahn neu gemacht, sondern auch hier Treppe und an der Station hier. Das ist auch alles. Alles frisch. Unfassbar, oder Max? Ja, das kaum zu glauben, also wirklich. Frisches Holz. Es duftet nach Harz. Ja. Frisch, man muss es eigentlich mal erlebt haben. Da ist ja auch der Vogel drauf gesessen. Meinst du? Das ist von Hornbach. Yippie. So. Hey, fährt los. Ah. Gefahren. Wie war's, Max? Also von außen war es sehr super. Also es hört sich sehr butterweich ab. Ja, also jetzt mal ehrlich, also ist schon, also es ist schon besser. Also ich weiß nicht. Ich weiß nicht, was Leute butterweich finden. Natürlich geht das ein bisschen hin und her, aber es ist beim Weiten nicht, also keine Schläge. Es gibt keine Schläge und es ist halt eine Achterbahn. Und wenn man groß ist und mit den Knien da vorne schon an den Chasen da halt knallt, dann tut es halt trotzdem in den Knien noch ein bisschen weh. Kann die Bahn aber nichts für, das ist halt Mama und Papa schuld. So. Aber es ist eine gute Bahn und war sie vorher auch schon, aber jetzt ist sie wirklich ja nicht butterweich. Es ist halt eine, ich weiß gar nicht, wie man sagen soll. Eine alte neue Bahn und sie fährt sich halt neu so. Und dass es ein bisschen hin und her ruckelt, das ist normal für eine Achterbahn. Und ja, es ist. Sie ist fahrbar, sehr gut fahrbar sogar. Bleiben wir dabei. Und ja, ein neuer alter Count bei uns oder bei der Phantom Arena im Coaster, wie heißt denn das? Ja, ein Count habe ich. Ich habe einen neuen Count, so. Punkt. Jetzt gehen wir mal was essen. Und so viel Zeit bleibt nämlich dann gar nicht mehr. Noch 2 Stündchen ungefähr, ne? Nicht mal mehr.
weil dann müssen wir nämlich zu Hause, denn die Mia Julia ruft heute Abend und Mallorca ist nicht mehr so weit. Ja. Schön Sandstrand, barfuß. Genau, war toll. In so einem Brandschuppen in Aachen. Aber ja, der wir Klapse. Machen. Ah, nee, das war in Köln. Ja, aber das wird dann nicht gewielaut, glaube ich. Weiß ich nicht, aber nicht in diesem Vlog. Wenn, dann auf jeden Fall in einem anderen wieder. Ja, wir essen jetzt mal was und lassen uns die letzte Stunde oder anderthalb Stunden noch gut gehen im Park. Und dann werden wir uns gleich mal. So, wir haben jetzt gerade noch eine leckere Fritte gegessen hier da bei Python. Ich weiß gar nicht, wie das da heißt. Zum hungrigen Maschinisten hieß das. Ach so. Also im Bahnhof. Ja, im Bahnhof, genau. Und jetzt haben wir auf die Uhr geguckt und haben gesagt, oh, es ist schon sehr spät, wir müssen schon wieder fahren. Weil ja, wir heute Abend noch was vorhaben, wie gesagt, hatte ich ja eben schon erwähnt. Und jetzt gehen wir nochmal schnell, wir haben Baron ausgelassen. Ja. War noch 5 Minuten, aber wir sind eh schon ein bisschen später, deswegen können wir leider nicht mehr fahren. Aber das ist ja kraftbar, das ist... Ja, alles andere Wichtige haben wir ja. Genau. Ja, und Python sind wir halt auch gefahren, oder ich halt. Und dafür war ich ja heute auch eigentlich hier. Und ist auf jeden Fall wieder gut fahrbar, ist jetzt auch wirklich sanfter. Sollte man auf jeden Fall mal ausprobieren, wenn man hier ist. Und ja, wir gehen jetzt noch mal kurz durch den Shop. Soll auch eine neue Doppel-CD geben, die hole ich mir noch. Da haben wir was für die Rückfahrt. Stimmt. Und ich würde sagen, wir sehen uns in einem anderen Vlog. War schön mit Yamaha. Ja, kann ich nur zurückgeben. Ja. So ein Männertag, da hat er auch mal was. Ja, genau. Heute Abend geht er noch weiter so ein bisschen, ne? Aber da ist der Männertag vorbei. Ja, aber wir können ja dann auf die Bühne, wir gucken. Ja, ja, stimmt. Ja, ja. Ne? Gut, ja, abonniert den Kanal, um kein Video mehr zu verpassen. Lasst ein Like da, kommentiert, wenn ihr lustig seid. Und ansonsten sehen wir uns in einem anderen Video. Tschö!